Thilo ist der Erste heute Nacht, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Thilo, ja. Was ist dein Thema? Ja, ich bin heute Abend in Flagrante erwischt worden von meiner Mutter mit meinem Freund beim Sex. Mhm. Du bist ganz betroffen, ich höre es schon. Ja. Wobei, man lacht ja jetzt, ne? Erstmal. Ja. Hast du deinen Fernseher nicht leise geschaltet, dein Radio? Ich vermute das. Ja. Schalt den Ton mal ganz weg. Ja, okay. Erzähl uns die Situation. Naja, wie gesagt, ich bin mit meinen Freunden seit 3 Wochen zusammen. Mhm. Eine frische Liebe? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Und naja, meine Mutter, die soll ja heute eigentlich später nach Hause kommen. Mhm. Ja, und dann ist sie eben um 8 Uhr schon heimgekommen und hat sie uns erwischt in Flagrante, wie gesagt. ihr lagt bei dir im Bett? Ja. Wie genau ging es denn in der Sekunde her und zu, als sie die Tür öffnete? Naja, mein Freund war gerade hinter mir beim Sex. Ja. Ja, und dann was, er war hinter dir? Ja, wir hatten halt gerade geschlechtlichen Verkehr. Geschlechtlichen Verkehr, ja. Wir können uns das dann vorstellen, ja. Ja. Und in der Minute, oder in der Sekunde, Minute ist gut, ging die Tür auf, hat sie denn nicht angeklopft bei dir? Nee, ist einfach reinkommen. Ist sie so? Macht sie das immer? Nee, eigentlich nicht. Und gerade aber heute hat sie es gemacht? Ja. So, und also heftiger geht's gar nicht mehr? Nee. Was hat sie gesagt? Nee, sie war total verblüfft, sie hat eigentlich gar nichts gesagt, mein Freund ist dann gleich fort. Aber sie ist nicht in Ohnmacht gefallen. Nee, sie weiß sie denn überhaupt? Rausgerannt wieder und ich bin dann zu ihr, wie gesagt. Mutti, ist doch nicht so schlimm. Nee, ich hab's nicht so gemeint, gesagt, oder? Sie hat dann gleich dann rumgeschrien, wie ich dann raus bin und hat gesagt, sie schmeißt mich raus und so. Aha. Also sie weiß nicht, dass du schwul bist. Nee, ich bin eigentlich bisexuell jetzt. Ich hab bis vor 2 Monaten hatte ich eine Freundin. Mhm. Aber davon weiß sie auch nichts, dass du auch mit Männern gerne mal. Nee. Nichts. Also war das ein doppelter Schock für sie. Sie hat den Sex gesehen und dann noch mit einem Mann. Ja. Der Typ ist dein Freund, ist dann gleich abgehauen. Ja. Und zwischen dir und der Mutter gab es Auseinandersetzung, Schreierei. Ja. Wie ging es dann weiter danach? Ja, sie wollte mich, wie gesagt, rausschmeißen und so. Und dann hat sie gesagt, ach, lass mir jetzt ganz einfach mal Ruhe. Wir reden morgen früh nochmal drüber. Mhm. Ja, und ich bin jetzt total fertig. Jetzt ist vorhin zum Glück mein Freund dann wieder kommen. Wie, zu euch nach Hause? Zu mir, ja. Und deine Mutter ist auch zu Hause? Ja, aber die schläft schon längst. Aha. Naja, er baut mich jetzt ein wenig auf, weil ich bin jetzt total down. Mhm. Wohnst du mit deiner Mutter alleine? Ja. In einer Wohnung? Mhm. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis bislang mit der Mutter? Es war sehr gut. Mhm. Meinst du nicht, dass man vielleicht jetzt, ich meine, das ist ja ein kluger Vorschlag von ihr, dass sie gesagt hat, ich schlafe erstmal drüber und morgen reden wir miteinander. Ja. Du bist 21 Jahre alt. Ne? Ja. Das heißt, du bist ein erwachsener Mann und kannst tun und lassen, was du willst. Sie kann natürlich auf dem Standpunkt stehen, nicht in meiner Wohnung. Ganz genau. Das müsstest du akzeptieren und mit 21 Jahren wäre es eigentlich auch mal bald an der Zeit, dass du dich nach einer eigenen Wohnung umsiehst, nach einem eigenen Zimmer. Na, wie gesagt, es hat bis jetzt halt immer geklappt. Ne? Ja, jetzt ist halt alles anders. Das ist alles anders und das ist eben die krasse Umstellung jetzt. Mhm. Ich würde mir an deiner Stelle, es ist jetzt schon alles anders. Ne? Also es könnte natürlich sein, dass ihr euch jetzt berappelt gegenseitig und dass du mit deiner Mutter reden kannst und ihr vielleicht da eine Lösung findet. Ja, es kann aber schon, aber ich denke, das wird vorbei sein. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ja natürlich für sie jetzt erstmal ein Schock, aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube sicherlich, wenn das Verhältnis bisher gut war, dass ihr eine Lösung finden werdet. Warum wohnst du eigentlich noch zu Hause? Ja, warum wohne ich noch zu Hause? Ist das schon bequem, ne? Schon, ja. Ja. Vielleicht ein guter Anlass, jetzt ein eigenes Leben anzufangen. Thilo, ist nicht so schlimm, aber im Ernst jetzt. Im Ernst. Ich kann verstehen, dass du jetzt ein bisschen abhängst und so. Aber ich finde das vielleicht sogar ganz gut. Das ist vielleicht ein ganz guter Einschnitt so in dein Leben. Ist dein Freund jetzt gerade bei dir im Zimmer? Er ist jetzt gerade da, ja. Magst du ihn mir mal eben geben? Ja, kann ich machen. Mhm. Tschüss, Thilo. Tschüss. Ja, hallo, Domian. Mit wem spreche ich? Wer heißt du? Rainer. Rainer. Ja. Was hast du denn empfunden, als dann die Mutter von Thilo reinkam? Ja, ich dachte, oh Scheiße, jetzt ist alles rum, weil ich bin es von daheim jetzt doch nicht so gewohnt, dass die Eltern da einfach ins Zimmer reinplatzen, weil bei uns ist das dann doch ein wenig anders. Hast du dich nicht irre geschämt in dem Moment und war dir das nicht peinlich? Ein bisschen, ich meine, gut, von daher jetzt, weil sie es von ihm nicht wusste, aber bei mir daheim, gut, ich meine, früher habe ich schon mit Mädchen so probiert, aber dann hat sich doch herauskristallisiert, dass ich doch eher mit
mit Jungs besser klarkomme. Du hast zu der Mutter von Thilo gar nichts gesagt, ne? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Die ist ja auch dann gleich wieder raus. Also sie hatte nur ein paar Sekunden gestanden, ne? Ja, und ich habe mich dann angezogen und bin dann erstmal heimgefahren, weil ich habe gedacht, erstmal raushalten hier. Kanntest du die Mutter eigentlich vorher auch schon? Hast du den mal gesehen? Gesehen, ja, aber so mit ihr geredet, weniger halt Hallo und Tschüss. Und die hat mir gedacht, wir haben da ein kumpelhaftes Verhältnis. Mhm. Planst du denn jetzt heute die ganze Nacht bei Thilo zu bleiben? Eigentlich weniger, nee. Weil da könnte es ja die nächste heikle Situation geben, wenn sie morgen früh vielleicht nochmal in das Zimmer von Thilo kommt und du liegst da neben ihm. Mit Sicherheit, das wäre dann doch nicht so gut, also. Ja, würde ich an eurer Stelle auch nicht machen. Quatsch jetzt noch ein bisschen miteinander und dann verzieh du dich mal. Ja. Und das muss der Thilo jetzt alleine hinbiegen, wie er das mit seiner Mutter da geregelt bekommt. Genau, also ich meine, ich baue uns da noch ein wenig auf und ich denke mal so 3-4 Stunden und dann frühmorgen werde ich dann. Genau, nicht zu spät, ne? Nicht zu spät. Ich wünsche euch beiden für eure Liebe alles Gute. Alles klar. Ne? Und die Sache wird schon hingebogen. Da bin ich ganz sicher. Sicher. Ist heute ein bisschen unerfreulich, aber das wird schon werden. Gut. Alles Gute. Danke. Tschüss, Rainer. Tschüss, Ade.